Die Wasserschule Köln ist ein außerschulischer Lernort mit Fokus auf den Wasserkreislauf. Wir unterrichten Schüler und Schülerinnen jeden Alters rund um den Wasserkreislauf von der Trinkwassergewinnung bis zur Abwasserreinigung. Und unser Ziel ist, dass wir erreichen wollen, dass die Schüler verantwortungsbewusst mit der Ressource Wasser umgehen, dass sie Wasser nicht verschwenden, dass sie Wasser nicht unnötig verschmutzen, verantwortungsbewusst und nachhaltig damit umgehen. Die Wasserschule wurde 2011 gegründet von drei Kooperationspartnern, dem Wasserforum Köln, das ist ein gemeinnütziger Verein, der Rheinenergie, das Unternehmen, was hier in Köln für die Trinkwassergewinnung und Aufbereitung und auch für die Energie zuständig ist, und den Steb Köln. Das Unternehmen ist hier in Köln zuständig für die Abwasserbeseitigung, für den Hochwasserschutz und für die Gewässerunterhaltung. Und diese drei Kooperationspartner bringen ihre Expertise, ihre Infrastruktur und auch finanziellen unterstützen die Wasserschule eben auch finanziell. Wir möchten die SchülerInnen dazu motivieren, nachhaltig mit der Ressource Wasser umzugehen, Wasser nicht unnötig zu verschmutzen, zum Beispiel die Toilette nicht als Mülleimer zu benutzen, Ressourcen nicht zu verschwenden, zum Beispiel beim virtuellen Wasser, beim Kauf einer Jeans, vielleicht muss es nicht die dritte, die vierte im Jahr sein, eben sehr verantwortungsbewusst und nachhaltig mit der Ressource Wasser umzugehen. Denn letztendlich alles, was wir dem Wasser zufügen, kommt über den Wasserkreislauf auch zu uns zurück. Wir unterrichten in der Wasserschule hauptsächlich Kinder aus der Grundschule, dritte, vierte Klasse, aber auch VorschülerInnen besuchen uns und direkt gefolgt von den Sekundarstufen und auch andere Arten von Schulen, Förderschulen beispielsweise. Wir haben auch StudentInnen, die wir unterrichten, oder andere MultiplikatorInnen, LehrerInnen und andere interessierte Erwachsene. Aktuell haben wir 5 Kurse, die wir anbieten. Wir haben die Abwasserreinigung und Wasser und Klima im Wandel auf dem Gelände des Klärwerks in Stammheim bei den Steb Köln. Dann haben wir hier auf dem Gelände der Rheinenergie die Kurse Wasser und seine Gesichter, deren Gast wir heute sind, und die Trinkwassergewinnung und Aufbereitung. Und dann haben wir noch einen dritten Klassenraum, der befindet sich draußen an einem kleinen Bach an der Strunde, und da unterrichten wir Gewässerökologie. Wir schreiben uns auf die Fahne, dass wir sehr praxisorientiert arbeiten. Wir arbeiten mit Experimenten, wir arbeiten mit Erklärfilmen. Wir haben Führungen über unsere jeweiligen Anlagen. Wir haben eine Quiz-App designt, die auf iPads läuft. Verschiedenste Materialien und Methoden, die sehr die Aktivität der SchülerInnen fördern sollen. Alles im Sinne des Konzepts für nachhaltige Entwicklung, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die Kinder der Vorschule haben gerade verschiedene Prozesse innerhalb des Wasserkreislaufs mit ihren Instrumenten nachgespielt. Zum Beispiel den Ozean oder Prozesse wie Transpiration, Evaporation, Kondensation nachgestellt und auch den Rückfluss wieder, so den ganzen Wasserkreislauf. Okay, ich würde sagen, wir sind bereit, um das einmal zusammen zu machen. Das war alle Sachen an der Lassung. Ja. Also, wo haben wir geschafft? Wir sind im Meer und die Sonne scheint. Und es wird ganz warm und das Wasser verdunstet. Wassertröpfe im Himmel, und jetzt wird es ein bisschen kühler, und jetzt kommen die da zusammen und machen Wolken. Und diese Wolken werden jetzt von Jannik dem Wind total weit weggepustet. Genau. Und bekommen noch ganz viele andere Wassertröpfe, und das ist so schwer, dass Lena regnet. Genau. Und das Wasser ist auf dem Boden.
Wasser im Grundwasser wieder in Richtung Meer oder Fluss. Wir haben mit der Rheinenergie und den Steb Köln zwei große Partner und die bieten uns neben ihrer Expertise und ihrem finanziellen Support auch die besondere Infrastruktur. Also ich glaube, das, was uns unterscheidet und einzigartig macht, sind unsere authentischen Lernorte, die wir anbieten können auf dem Klärwerk, auf dem Wasserwerk und dass wir den kompletten Wasserkreislauf abbilden. Also wirklich von der Trinkwassergewinnung bis zur Abwasserbeseitigung alle Themen, alle wasserrelevanten Themen abdecken. Unser größter Erfolg ist, wenn die Kinder nach Hause gehen und ihre Eltern unterrichten, indem sie zum Beispiel sagen, Mama, das Fett aus der Bratpfanne, das gehört nicht in die Kanalisation, das könnte die Ratten anlocken. Das Wasser aus dem Hahn, das kann man bedenkenlos trinken. Das ist eigentlich unser größter Erfolg, den wir verzeichnen. Ich kann aber auch noch ein Beispiel geben für ein erfolgreiches Projekt. Das ist unser Projekt Bildung für alle. Da ermöglichen wir es Einrichtungen aus den sogenannten Sozialraumgebieten hier in Köln. Das sind unterprivilegierte Kinder vor allem, die nicht so den Zugang zu außerschulischen Lernorten und zu Bildung im Allgemeinen haben, denen können wir über eine Stiftungsgelder es ermöglichen, dass sie uns kostenfrei besuchen können und auch den Transport zu uns können wir damit decken. Unser größtes Ziel ist es, dass jedes Kölner Schulkind einmal mindestens im Laufe seiner Schulbahn die Wasserschule besucht hat. Also bezüglich des Ziels, dass alle Kölner Schulkinder einmal in ihrer Schullaufbahn die Wasserschule besucht haben sollen, sind wir sehr nah dran. Würde ich sagen, wir unterrichten mittlerweile Kinder, die uns schon zum zweiten oder gar dritten Mal besuchen. Die waren mit der Vorschule da, mit der Grundschule und teilweise auch mit der Sekundarstufe. Andere Ziele hingegen, wie zum Beispiel, dass jetzt weniger Wasser im Supermarkt gekauft wird und mehr das Wasser aus dem Wasserhahn getrunken wird, da zeigen uns einfach die Zahlen was anderes, genauso was den Müll im Abwasser betrifft. Es ist immer noch viel zu viel Müll im Abwasser. Da heißt es, da ist noch eine Menge Bildungsarbeit nötig und da möchten wir natürlich fortfahren. Aktuell arbeiten wir an einem Programm, das sich explizit an die älteren Kinder richtet und wir wollen einen Workshop kreieren, wo die über die Karrieremöglichkeiten innerhalb des Wassersektors sich informieren können. Das bietet sich natürlich an durch die Rheinenergie und die Steb Köln als Partner, dass sie zum Beispiel lernen, wie ein Techniker des Wassermanagements arbeitet, was da die Aufgaben sind, zum Beispiel Abwassertechniker, Trinkwasser. Das ist eigentlich der nahe Zukunftsplan ist, dass wir gerade diesen Kurs Wasser und Karriere oder Jobmöglichkeiten in der Wasserbranche, dass wir diesen Kurs gerade für ältere SchülerInnen und vielleicht auch junge Studenten entwickeln möchten, die sich informieren, was gibt es für Ausbildungsmöglichkeiten, was gibt es für Studienmöglichkeiten in der Wasserbranche.